Herzlich willkommen zurück bei Ether One. Ich spiele jetzt gerade mal einige der Folgen am Stück durch, weil es mir sehr viel Spaß macht, hier durchzulaufen. Weil man kommt auch voran. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie gerade tierisch hängen bleibt oder so. Das ist schon mal ganz gut. Das hier ist wieder ein Eintrag von dem Maler, den wir schon in dem letzten Bereich kennengelernt haben. Und er schreibt, dass er sich irgendwie nie mit den anderen Patienten so richtig angefreundet hat. Bis auf einen, der dann irgendwann plötzlich reinkam, der eben die gleiche Art von Leidenschaft entwickelt hatte für Kunst wie er. Und mit dem konnte er ganz gut reden. Das hier ist ja mal auch ein großes Gebäude. People know about observations. Simply put, I get my orders from them. I'm the one who works at the front line with the restorers, whilst they remain behind closed doors. How can they possibly know the complexities and difficulties we face on a daily basis? Die jammert total häufig, die Phyllis. Na gut, die muss ja auch tatsächlich sich verantworten und so weiter, aber trotzdem. Lass mich doch mal meine Arbeit machen, sonst beschwerst du dich wieder, dass ich nicht schnell genug bin. Die Phyllis hoffe ich ja, dass wir die nochmal irgendwann aufs Glatteis führen können am Ende des Spiels. Vielleicht. Barograph Operation. Ist das nicht auch eine Erfindung von Alexander Bell gewesen? Der Barograph, glaube ich, ist ein Gerät, das Luftdruck misst. Genau. Clear skies come with high pressures. Dafür brauchen wir ein Papier und den Barographen selber, der hier nämlich auch nicht vorhanden ist. Aber vielleicht irgendwo in diesem Brimcliff-Ort. Was haben wir hier noch? Mill Management Pressure Location. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zugreifen müssen. 300, 100, 100, 100, 200. Und hier haben wir noch einen Brief. Genau, wir brauchen gutes Wetter für die USA, um also unser Produkt zu den USA schiffern zu können. Dann oben braucht der... Irgendwas muss repariert werden oben. Und irgendwas mit dem Lift scheint nicht so richtig gut zu funktionieren. Und es gab jemanden, der irgendwie geklaut hat. Also klar, das kennen wir ja schon. Das war wohl der Jean. Jean, so aber nicht. So. Was haben wir denn hier? Words echoed around the polished wooden room. 16 years old. You know what that means. Nee, das geht irgendwie nicht auf. Dann weiß ich hier noch nicht genau, was hier die Sache ist. So, aber das hier haben wir ja gesehen. Voila. Voila. Da können wir doch direkt mal... Oh, sehen wir den Nocker? Lassen wir den liegen? Ja, egal. Ich hoffe mal, dass das jetzt die richtigen sind. Was? Lassen sich nicht einsetzen? Das ist ja merkwürdig. Wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass wir das hier auf jeden Fall einsetzen können. Nö. Geht nicht. Interessant. Na gut, dann lag ich da wohl falsch. Wäre jetzt davon ausgegangen. Hätte ich ja meinen guten Namen darauf verwettet. Ah, Project Terminal. So, was war das jetzt? 300? 100, 100, 100, 200 oder war es genau andersrum? Nee, so stimmt's. Not many people ever saw the inside of that office. And the ones that had weren't around very long to talk about it. Welches office? This area is where a mill manager would run his operations. He spent most of his time looking down over the industrial area from his office. I've researched that an accident here halted all production in the mines for a time. I suggest you keep searching for anything that might be related. Aber das wissen wir doch, dieser Accident, der ist doch schon omnipräsent, muss man fast schon sagen. Huch. Interessant. Ist das ein Magnet oder was?
Aha. Sehr gut. Und wo führt das Kabel hin? Es geht irgendwie da rein oder so. Es kommt da zwar aber nicht mehr raus. Oh, hat er sich schon immer bewegt? Oder war das jetzt durch unsere Aktion hier? Ist ja sehr merkwürdig. Guck mal, hier sind schon wieder Sicherungskästen. Das ist doch 100 Pro, dass die Sicherungen da rein müssen. Kann doch gar nicht anders sein. Wieso kriege ich denn die da nicht rein, verdammt? Sehr merkwürdig. Aber warte mal, dieser eine gelbe... Ach, guck mal, hier ist auch so ein Haken. Mal gucken, ob das hier genauso funktioniert wie auf der anderen Seite. Jawohl. Da wird auch schon wieder Auto gespeichert. Das heißt, wir haben tatsächlich auch irgendwas hingekriegt. Nur ich frage mich jetzt, was das soll, wenn wir hier keine Sicherungen reinpacken können. Der bewegt sich zwar mehr, aber noch nicht genug. Und wir wollen ja irgendwie nach oben, beziehungsweise da rein. Auch wenn es heißt, dass Leute, die da drin gewesen sind, nicht lange gelebt haben, was ja auch ein ziemlicher Hammer ist, als Aussage. So, aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Hier kann ich jetzt momentan nichts mehr machen. Irgendwie müssen wir versuchen, da hochzukommen. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Ich finde es ganz witzig, dass dieses Spiel tatsächlich mehr dazu verleitet, als manch anderes Spiel zu kommentieren. Das finde ich sehr interessant. So, jetzt habe ich gerade gehustet. Falls sich jemand über den Sprung in der Musik wundert. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass dieses Spiel so ein bisschen die Kommentarfreudigkeit erhöht. Denn im Endeffekt war seit der Umstellung von YouTube zu Google Plus ist so ein bisschen die Kommentiererei ein bisschen weniger geworden. Es hat jetzt zwar wieder angezogen, aber man merkt das so ein bisschen. Aber hier finde ich, verleitet es vielleicht auch dazu, seine Gedanken dazu auszusprechen. Hey, remember the old days? I call, you answer, we talk. After that, neither of us would have to worry about what was going on. It's a stupid question. I'm not trying to spy on you, but a status report would be good from time to time. Muss ich sagen, kenne ich auch Leute, die nicht anrufen. Und von dem man so über lange Zeit nichts weiß. Und es ist nicht unbedingt angenehm. Wenn man sich sorgt um die Leute. Da kann ich den Thomas durchaus nachvollziehen. Anscheinend hat Gene irgendwann so ein bisschen den Kontakt mit ihm abgebrochen. Beziehungsweise hat sich einfach nicht zurückgemeldet. So, wo sind wir denn jetzt? Kennen wir diesen Bereich schon oder nicht? Es ist wirklich ein riesiges Labyrinth, dieser... Ja, 10 von 12, das kennen wir schon. Hier sind wir schon mal gewesen. Wir haben aber immer noch nicht den Zettel gefunden. Von ihrem Büro hier, von Marie P. Insofern... Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier sind wir zum Beispiel noch nicht lang gelaufen, glaube ich. Ah, da kommen wir wieder hier hin. Okay, das kennen wir auch schon. Dann laufe ich hier nochmal wieder ganz zurück. Und hier runter, genau. Dadurch, dass das Level nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen... Ach, hier sind wir ganz hergekommen. Verstehe. Unterschiedlich ist... Ist es tatsächlich manchmal etwas verwirrend. So, zum Beispiel waren wir hier schon. Nein. Wieder ein Tagebucheintrag von unserem Maler.
Und ich finde tatsächlich, dass diese Geschichte von dem Maler, beziehungsweise die Art, wie er schreibt, am bildlichsten ist von allen, die wir jetzt bisher so kennengelernt haben. Und zwar schreibt er über einen Tag, an dem er seine Autoschlüssel nicht finden konnte. Und das ist ja tatsächlich... I don't actually think there's a wrong way. I mean, okay. You could turn around, but that would just be back that way. Don't go back that way. Unless you want to. Was? Schnauze, Jean. Verdammt. Genau, der Painter schreibt nämlich darüber, wie er eben seine Autoschlüssel verlegt hat. Und das ist ja durchaus eine Sache, die wir alle kennen. Und alle irgendwie Angst haben davor, dass das ein Symptom, ein erstes sein könnte von irgendeiner Vergesslichkeit. Eben wenn wir Schlüssel oder irgendwas verlegen und nicht mehr wissen, wo die zu finden sind. Aber er hat sie dann wiedergefunden irgendwann, irgendwo. Konnte sich aber auch nicht mehr daran erinnern, wie die da hingekommen sind. Wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall einmal... bei den Sitzungen gefehlt, seiner Gruppe, seiner Hilfegruppe. Die haben alle irgendwie keine Räder, kann das sein? Oh, nein, das wollte ich nicht. So. Vielleicht sollte ich doch nochmal mit diesem Zeug hier da rumspielen und versuchen, irgendwie irgendwo Sachen aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht aus diesen Containern da Sachen rauszunehmen. Ah, der geht sofort wieder hoch, verdammt. Noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert irgendwie. Okay, der Release, der funktioniert auf jeden Fall. Nur das hier funktioniert irgendwie manchmal und manchmal nicht. Dass ich hier... Jetzt zum Beispiel funktioniert er wieder. Jetzt steht er da hinten. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich das hier mache. Das geht jetzt nicht, aber der Release ginge jetzt wahrscheinlich, ne? Genau. Sehr merkwürdig. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir doch nochmal hier etwas in diesen Greifarm reinbringen müssen. Nur ich frage mich noch so ein bisschen, wie das geht. Da könntet ihr natürlich mal wieder gerne mit rätseln, denn hier scheine ich so ein bisschen auf Granit zu beißen gerade. Und diesen Karren kann ich auch nicht bewegen. Und hier haben wir wirklich noch einen Projektor, der komplett kaputt ist. Da haben wir noch gar nichts hingekriegt. Und das haben wir ja auch schon ausprobiert, das ging nicht. Was können wir denn hier vielleicht irgendwie machen? Mine Gate. Geht auch nicht auf. Tin Iron. Das hatten wir ja schon ausprobiert. Nee, nee, nee. Hier geht's so nicht weiter. Da waren wir auch schon. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Eventuell haben wir jetzt auch schon alles durchgeforstet. Nur bestimmte Sachen haben wir noch nicht gefunden, wie zum Beispiel das hier. Und nochmal ein Zeitungsartikel zu dem Verkauf dieser ganzen Fabrik hier. Haben wir denn jetzt eigentlich schon die ganzen verschiedenen Schleifchen gerettet? Zusammengesucht. Wie sieht das denn aus?
eine fehlt noch, eine Schleife. Und ich glaube, befürchte, dass die irgendwo weiter oben ist und wir da jetzt gerade noch nicht dran können. Hier zum Beispiel. That felt strange. Da oben waren wir auch noch nicht. Überhaupt scheinen uns alle Bereiche, die weiter oben sind, momentan nicht zugänglich. Vielleicht sollte ich mich mal darauf konzentrieren und versuchen, da irgendwie weiter hochzukommen. Hier geht natürlich, ist der Weg versperrt von dem Zeug hier. Aber da führt auch gar kein Weg. So toll. Ja. Da führt auch gar kein Weg rüber. Schau mich hier nochmal ein bisschen um einfach. Vielleicht findet man doch nochmal eine Tür oder irgend sowas, die dann weiter aufgeht und einen neuen Bereich eröffnet. Beziehungsweise dieser Fahrstuhl, der könnte auch noch irgendwie relevant sein. Ich finde es ja nach wie vor merkwürdig, dass wir hier keine Sicherungen einsetzen können. Das wäre so für mich das Logischste als nächstes Rätsel, dass man hier Sicherungen einsetzt, um diese Dinge hier zum Beispiel wieder zum Laufen zu bringen. Dann würden die nämlich eventuell tatsächlich diesen Fahrstuhl nach oben ziehen. Könnte ich mir vorstellen. Und ausgerechnet hier gibt es zwei Sicherungskästen. Da würde es echt Sinn machen. Aber es gibt hier so gar keine Interaktionsmöglichkeit. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich finde ja, sie müssten allein schon aus dem Grund, dass es hier Sicherungskästen gibt, einfach eine Möglichkeit geben, wenigstens die Sicherungen einzusetzen. Ob da jetzt was passiert oder nicht, das ist ja noch eine andere Frage. Aber wenigstens die Sicherungen einzusetzen, fände ich ja schon korrekt, muss ich sagen. Und dann hier auch noch den anderen Bereich so mit Sicherungen zu versehen, dass man da insgesamt 9 Sicherungen hat, mag mir nicht ganz einleuchten. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob das alles die gleichen Sicherungen sind oder ob da eventuell tatsächlich unterschiedliche dabei sind. 75, das ist eine 700er Fuse. Was haben wir hier? 300er haben wir jetzt gerade gehabt. 700er, 300er, 300er, 75er. Das heißt also, wir haben noch zwei unterschiedliche Arten von Sicherungen. Eventuell könnte das hier auch noch eine Möglichkeit sein. Also die 700er. Momentan haben wir die 700er, ne? Genau, die 700er scheint nicht zu passen. Eventuell haben wir auch schon irgendwo eine Möglichkeit übersehen oder einen Zettel übersehen, bei dem auch die richtige Amperezahl dran stand. Könnte sogar sein, dass wir diesen Zettel erst finden müssen. Denn auch mit der 75er funktioniert hier nichts. Leider. Schade eigentlich. Ich glaube, von den Sicherungen hier haben wir jetzt alle, von den Pressures haben wir alle gesetzt. Aber sie hilft uns nicht weiter. Und hier oben wird es einfach nicht, will das einfach nicht aufgehen. Jetzt muss ich nochmal hier gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. 96. Weather Conditions. Warum sind hier diese Wettersachen so präsent? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal irgendwann relevant wird. Dass wir die Wetterkonditionen in irgendeiner Form eventuell beachten müssen oder so, dass sie auch nochmal einfließen in irgendwas. Ist eine Lampe runtergefallen. Und dass wir diese Tür hier nicht öffnen können. Ist denn da ein Schlüssel? Ne, da ist nicht mal ein Schlüsselloch drin. Wie soll denn sonst diese Tür aufgehen, verdammte Axt? Nun gut, dann soll das hier wohl nicht der Fall gewesen sein. Gucken wir nochmal weiter runter.
Uns bleibt dann nichts anderes übrig, als so ein bisschen weiterzulaufen. To paint the sky like that. Ich weiß, dass diese Wolken hier in irgendeiner Form, beziehungsweise diese Dampfwolken in irgendeiner Form relevant sind. Nehme ich mal an, dass die früher oder später uns irgendwelche Hinweise geben. Nur inwiefern? Ich meine, was man natürlich versuchen könnte, ist hier tatsächlich eins dieser Dinger mal auf volle Kanne zu fahren. Dass irgendwas verändert hier. Und warum ist das da hinten eigentlich überhaupt an? Ist das der richtige Ort dafür? Ich laufe da jetzt nochmal hin. Wenn ich denn den Weg dahin finde, was gar nicht so einfach ist. Hier ist es nämlich eigentlich nicht. Irgendwo scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. I thought I'd left them there. Ja, was denn? Was hast du denn geleftet? Ich glaube, hier könnten wir weiter rüberlaufen. Hier geht's ja auch noch runter. Wo führt er denn das hin wiederum? Man ist echt verwirrt hier. Ah ja, okay. Nee, das führte zu diesem Ohrzeug. Und in dem Arsenikhaus haben wir auch noch den Projektor nicht zusammenbauen können. Das Einzige, was wir bisher herausgefunden haben, ist das hier. Und was es hiermit auf sich hat, keine Flammen. Ob wir irgendwie irgendwo noch Flammen erschaffen können, ob das sinnvoll ist. Den Grinder sollen wir auf 5 Umdrehungen stellen. Das steht auch überall. Und das haben wir vielleicht auch hiermit gemacht. Hiermit. Aber sicher bin ich mir natürlich da nicht. Dieser ganze Bereich, da dieser einzige rauchende Schlot, können wir überhaupt gar nicht momentan betreten, weil die Brücken kaputt sind. Da kommen wir nicht rüber. Verdammte Axt. Nun gut, Leute, ich bin jetzt so ein bisschen genau wieder auf eure Hilfe angewiesen, denn ich glaube, in dieser Folge habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel geschafft. It's not just me. That's loud, isn't it? Auch das hat sie schon mal gesagt, irgendwie. Ja, man hört plötzlich die Leute reden. Vielleicht ist auch hier in diesem Bereich, da wo der Schlot tatsächlich schon läuft, fehlt mir noch irgendwas. Denn hier, von hier aus, könnte man durchaus hier hochgehen und dann wären wir auf der anderen Seite, oder? Aber eventuell ist das auch einfach nur Zugang zu diesem Bereich, zu dem wir ja sowieso schon gehen können. Das kennen wir alle schon. Dieser lange Gang sinnvoll ist. Ah, guck mal, hier, das könnten wir uns nochmal angucken. Das kennen wir noch gar nicht hier.
Brimcliff Ventilation Power Unit. Sehr gut. Das ist ein Bereich, den wir noch nicht kennen. Und hier haben wir sogar einen Stromkasten, der mit einem Zahlenschloss gesichert ist. Und unsere letzte... da haben wir ja doch noch was geschafft in dieser Folge. Gott sei Dank. Being on the outside, it's hard not knowing what we're going to encounter next within the mind. If I'm honest, it puts me on edge. Yet, if you do succeed, you'll have played a part in changing history forever. If I'm being truthful, I don't know how this process will affect you. Let's both plan for the worst and hope for the best. Das ist eine weise Einstellung, durchaus. From my readings, that seems to be all of the ribbons from this area. Before you head back to the case, though, we need to find the artifact. My readings show a very strong signal coming from nearby. Search for anything that illuminates, anything that stands out from the crowd. I'll contact you when we're closer to it. Okay. Hier haben wir noch einen kurzen Brief von einem George Thornton, von dem wir bisher, glaube ich, nichts gehört haben, der einfach nur darüber schreibt, wie toll er es jedes Mal findet, wenn er aus der Mine hervorkommt und wieder das Wasser hören kann. So, require 3 valves at 18 units only. Do not use more. Mines will only unlock at 18 units. Okay. Heißt das, dass wir insgesamt eine 18 zusammenkriegen müssen? Kann das sein? Nee, das kann eigentlich nicht sein, denn das ist viel zu viel. 18, wir hätten 6, 9. Wenn wir diese hier nehmen. Und dann hätten wir hier nur 12, 15 und 19 möglich. Also das scheint eben nicht zu funktionieren. Ventilation units will lock down until clear. Make sure mines are evacuated before use. Da passiert nichts. Aber warte mal, er braucht ja nur 3. Also 6, 9. Haben wir da noch eine 9 hier? Ne, haben wir nicht. Oh. Die können wir nicht mehr zurückpacken. Das ist ja merkwürdig. Wir haben noch eine 5 hier. Die bringt uns auch nicht so richtig viel. Was machen wir? Was passiert denn jetzt, wenn ich... Das kann ich alle anmachen, aber... Oh. Entschuldigung. Habe ich jetzt alles kaputt gemacht? Hoffentlich nicht. Kann man das nicht resetten? Ich glaube, ich gucke erstmal weiter, bevor ich hier noch weiter sage. Schön. So, wo kommen wir denn hier hin? Ich glaube, hier kommen wir jetzt in einen Bereich, in dem wir auch noch gar nicht gewesen sind. Ich mache jetzt einfach ein bisschen weiter, weil es gerade Spaß macht. Und weil ja diese Folge noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen war. Yes, it is. The artifact. Oh, how beautiful it is. Pick it up. Das Ding hier, oder was? Das sieht ja ganz anders aus als das vom letzten Mal. Ein Moment noch. Steve! Hier geht's um irgendwelche Wasserräder. Das sind wahrscheinlich diese Dinger. Die sind von irgendwas anderem blockiert worden. Ist das denn nur eins? Ne, hier ist auch noch eins. Also die Wasserräder könnten wir mal versuchen, auch wieder irgendwie auf Vordermann zu bringen. Allerdings weiß ich nicht wie, denn ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Da scheint irgendwie so ein Durchgang zu sein. Na gut, soll ich denn jetzt erstmal dieses Artefakt aufnehmen? Oder wird das eine Sache sein, die wir in der nächsten Folge machen werden? Ich glaube ja. Bis dahin. Tschüss.